Damn. Der aus Wien stammende Rapper Moneyboy, der sich seit Anfang des Jahres YSL No Plug nennt, da seine künstlerische Entwicklung auch durch eine Namensänderung signalisieren wollte, ist bekannt dafür, dass er die Fans und Medien auf Twitter und Facebook kontinuierlich an seinem Mindset und Lifestyle teilhaben lässt. Auch die Entwicklung einer ganz speziellen Twitter-Sprache beeinflusste der Chef der Glow Up Dinero Gang maßgeblich. Durch seine spezielle Art zu twittern entstanden viele Wortkreationen und Redewendungen, die teilweise von anderen Künstlern auf Twitter oder gar in Songs adaptiert wurden. In den letzten Tagen wurde es ungewohnt ruhig um den Boy, der für den Oktober sein neues Album Alles ist Designer ankündigte. Dass YSL No Plug mit seinen Accounts gerne mal völlig unkonventionell handelt, ist seit der spontanen Löschung seines offiziellen YouTube-Kanals als Moneyboy mit über 100.000 Abonnenten längst bekannt. Jetzt sind seine Accounts bei Twitter und Facebook plötzlich nicht mehr auffindbar. Der letzte öffentliche Auftritt von YSL No Plug fand mit der Glow Up Dinero Gang im Rahmen der Video Days am 19. August in Köln statt. Am Sonntag veröffentlichte Hustensaft Jüngling dann einen Tweet, in dem er erklärt, dass YSL No Plug nur einen Herzinfarkt nach einer Überdosis aufhalten könne. Nach der Löschung der Accounts von Moneyboy wurde anschließend in der Szene viel spekuliert. Jetzt veröffentlichte Hustensaft Jüngling einen Chatverlauf mit Moneyboy, der erklärt, dass es ihm am vergangenen Sonntag plötzlich schlecht ging und er daraufhin umgehend seine Ärztin in Wien aufsuchte. Ihm wurde zur sofortigen Ruhe und einer Therapie geraten. Somit soll er auch mit seinen Social Media Aktivitäten und seiner Arbeit als Künstler aufhören, bis es ihm wieder besser gehe. In der kommenden Woche soll er sich einer Gruppentherapie in einem Ruheort außerhalb von Wien anschließen. Moneyboy erklärte bereits des Öfteren, dass bei ihm das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde. Das Asperger-Syndrom gilt als leichte Form des Autismus. Es schränkt in den meisten Fällen die soziale Interaktion und Kommunikation ein, kann jedoch auch die Kreativität begünstigen. Hip-Hop-Ticker wünscht YSL No Plug aka Moneyboy auf diesem Wege viel Ruhe und gute Genesung.